Das Ding voll fett in der Mitte platzieren. So, und jetzt den Fluss drumherum bauen. Geht das? Zwei haben wir sogar noch. Ob das so eine gute Idee ist? Brücke? In die Mitte. Aber lieber hier dran. So, ja, ich mach's hier gerade ein bisschen umständlich, ich weiß. Damit das nicht gleich verschwindet, dieses Brückchen. So, das dahin, das dahin, das dahin. Und das hier kommt wieder nach da. Ich finde das so aber schöner. Die Frage ist nur, wer wohnt jetzt auf diesen Dingern? Er hier ist zu groß. Jetzt ist der zu groß, überall irgendwo hin zu wohnen. Außer hier. Hier kann er hin. Ah. Vielleicht kann er auch da unten hin. Glaube ich zwar nicht, aber. Nee. Schade. Tja. Das große Bauen. Oh je. Ein Pilzhaus. Ein Pilzhaus. Können wir da hinbauen? Kann da qualmen. Eine Wassermühle, die kommt natürlich ans Wasser an. Natürlich beim Chef. Der will lautes Wasser haben. Wenn man doch mehr als nur ein Haus hinbauen könnte. Eulenladen. Ist auch zu groß.
Für sowas. Das gibt's doch nicht. Schiebung. Nope. Das ist. Oh, durch diese Erddinger ist alles irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, scheiße. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber vielleicht ändert sich das im Laufe der Zeit. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr Erde und so. Chaoshaus. Auch zu groß. Das heißt, die einzigen Häuser, die da passen, ist das? Das. Die wollen doch nicht ernsthaft. Ich wohne in einem Pilzhaus. Woo! Ein bisschen breiter hätte es schon sein können. Also, vielleicht kriegen wir noch mehr Fluss. Können wir Sachen noch umranden, damit die aussehen, als wären sie auf einer Insel. Finde ich ja sowieso ein bisschen schöner. Paushaus. Oh, der ist auch schon... Oh. Perfekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir haben Paushaus, wir haben Kakaoshaus. Wir haben eigentlich, glaube ich, alles bis auf die Brücken und die Bäume platziert. Ja, komm, dann tun wir die zwei Brücken noch irgendwo hin. Wozu habe ich da jetzt eine hingetan? Ah, ich weiß es nicht. So, die zweite Brücke. Der braucht hier keine Brücke mehr. Einfach aus Prinzip habe ich es immer dahin getan. Vielleicht kann man sie auch irgendwann noch woanders einsetzen. Hier ein Baum hin. Da ein Baum hin. Da oben drauf passt kein Baum mehr. Hier ein Baum hin. Da ein Baum hin. Überall ein Baum. Wow, jetzt haben wir 30 Minuten lang nur gebaut. Kann das sein? Ey, es tut mir leid, Leute. Deswegen gucken wir uns doch mal an. Wer so alles in den Häusern wohnt? Angefangen mit Pau. Das Wasser läuft. Oh nein. Das sind doch Montag, Freitag, oder?
Oder Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wer seid ihr? Aber ihr habt was Gutes gemacht auf einmal. So. Kamera mal eben drehen. Wir gehen jetzt erstmal von hier aus, gehen wir komplett durch die Stadt normal. Ohne irgendwie diesen Creative-Modus zu benutzen. Reparaturpulver. Wunderbar. Brauchen wir in letzter Zeit viel? Feuer. Tierbann. Kann es sein, dass in diesem Gebäude noch keiner wohnt? Nein. Das ist Paos Haus. Wir haben Pao hingesetzt hier. Genau, da ist er. Du bist wohl nicht von hier. Also, wenn du neu hier bist, solltest du als erstes zu Draco gehen. Hallo. Mein Name ist Pao. Ich gehe hier auf die Jagd. Sehr erfreut. Hast du eine Idee? Hast du Ideen für das neue Dorf? Ich hätte es gerne am Erdnussteich. Nach dem Schwimmen kann ich gut schlafen. Erdnussteich. Ah, was? Du weißt nicht, wo das ist? Schau dir Poacher genau an, dann findest du den Teich. Ich weiß, wo das ist. Erdnussteich, hast du gesagt? Wollen wir den zum Erdnussteich bringen? Mal sehen, ob ich was mache. Ich mach dir was zu essen. Was? Es schmeckt dir nicht? Ich hab's doch noch gar nicht gegessen. Wie soll ein neues Haus aus? Wenn ich die Wäsche nicht aufgehängt habe, werde ich unruhig. Kannst du dich bitte darum kümmern? Ja, und ich will mal kurz gucken. Das ist der Erdnussteich. Wir können alles wahrscheinlich ein bisschen verschieben. Kann ich auch den Fluss? Nee, kann ich glaube nicht, ne? Aber er will am Erdnussteich und ich finde, hier passt er einfach gut hin. Aber ich kann auch den Eulenladen dahin machen. So ist es ja nicht. Jetzt haben wir hier einen Eulenladen. Ein Paushaus ist jetzt in der Nähe des Erdnussteichs. Ich hoffe, dass das nah genug ist. Weil näher geht nicht. So. Dann gehen wir mal in den Eulenladen. Können wir jetzt auch Sachen kaufen hier? Oh. Käse. Ja, wir haben ja den Händler hier eigentlich. Kürbisflasche. Kürbisflasche ist immer gut. Hm, warum heißt der Laden wohl Eulenladen? Oh, du bist neu hier. Ich bin Meister Schnurzbart. Schnurrbart. Mir gehört der Laden. Willkommen in meinem Geschäft. Ich brauche einen Eingang für mein Haus. Ein Dach obendrauf. Und ein Ladenschild muss unbedingt sein. Ich hätte das Schild gerne auf dem Dach. Es soll ja schließlich Aufmerksamkeit erregen. Hast du Ideen für das neue Dorf?
Ah, danke, dass du fragst. Hör gut zu. Es wird nicht einfach. Ich möchte Wasser um den Laden herum. Hast du das verstanden? Um den Laden herum. Kann ich versuchen, aber mache ich später. Das mache ich sowieso als privat dann. Lassen wir es jetzt so aussehen. Und privat mache ich dann 100%. Denn dann müsste ich... Kann ich hier hinter Wasser... glaube ich hier weniger. Denn drumherum geht schon mal nicht. Aber ich könnte ihn ja auch... Ich finde diese Erddinger so schrecklich. Ach, ich wollte ja zu Fuß. Wir wollen ja mal die Gegend erkunden. Da oben waren wir aber schon mal, glaube ich. Denn das ist dieser Laden. Der hat uns schon was vorgespielt, aber... Ja. Magier-Tod. Ah, vielleicht mag er es ja nicht hier auf Erde, keine Ahnung. Zum Liederschreiben braucht man Inspiration. Deshalb muss man die Stimme der Natur hören können. Das Rascheln des Laubs. Das Rascheln des Laubs. Er will Bäume in seiner Nähe haben. Kann er vergessen. Da unten sind Bäume. Das muss ihm reichen. So. Ja, ja, okay. Kennen wir ja schon. Bunboku. Was? Wer bist denn du? Also, du heißt Sveneta? Ein komischer Name, und? Was willst du? Sprich nicht mit mir, wenn es nicht geschäftlich ist. Hast du Ideen für das neue Dorf? Das Waschen ist ein Ärgernis. Wie wär's mit der Wassermühle? Wenn ich fertig bin. Oje, ich weiß nicht. Wie soll dein neues Haus aussehen? Vergiss nicht das obere Zimmer. Das ist meins. Gut, dann wollen wir uns mal das Haus auch noch anschauen. Alles hat seine Ordentlichkeit. Kann ich sprechen? Die Nacht ist unheimlich ohne Fackel. Ach, das kann sie! Das war ja eine Sie, oder?